أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Ja. Also ich habe in eine Frage zwei Fragen. Mhm. Und zwar, ich habe Tattoos, aber ist das schlimm, wenn ich, also viele sagen, du kannst mit Tattoo nicht beten, weil es nicht geduldet wird oder nicht aufgeschrieben wird, dass du gebeten hast. Nein. Also, der Bruder sagt, wir reden immer allgemein, wenn eine Person Tattoo hat, bitte. Du brauchst nicht zu erwähnen. Wenn eine Person Tattoos hat, wie ist das? Braucht er dann nicht mehr zu beten, weil manche Leute gesagt haben, das geht sowieso nicht, weil der Wudu ist ungültig und damit auch das Gebet. Diese Leute, die so etwas sagen, sie werden von Allah zur Rechenschaft gezogen. Und sie haben eine der gewaltigsten Sünde, nein, die gewaltigste Sünde gemacht. Sie haben über Allah ohne Wissen geredet. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wie kann das sein, dass Allah uns dazu auffordert, dass wir ihm dienen und dann sollen wir wegen einem Fehler, den wir in der Vergangenheit gemacht haben, Allah nicht mehr dienen? Nein. Wo ist die Logik hier von den Leuten? Diese Leute sollen Allah fürchten und sie sollen solche Dinge nicht sagen. Auch wenn eine Person Tattoo hat, wenn er kann, soll er die Tattoos entfernen. Wenn das nicht einen Schaden für ihn bringt, bringt das aber einen Schaden oder er hat nicht das Geld, dann kann er das so lassen, er macht Wudu und alles ist gültig und er braucht sich überhaupt keine Gedanken zu machen, Wallahu ta'ala.